Die Philippinen. Weite Teile völlig verwüstet. Mit über 300 Kilometern pro Stunde ist der Taifun Haiyan über den Inselstaat gefegt. Ja, 4 Tage ist das jetzt her. Nun kämpfen Hunderttausende Menschen ums Überleben. Mehr als 10.000 Filipinos soll der Taifun getötet haben. Unzählige Menschen sind verletzt. Und vor allem die Kinder sind die Leidtragenden. In ihrer Not plündern Überlebende Geschäfte und Häuser, denn es fehlt an Wasser, es fehlt an Nahrung, es fehlt eigentlich an allem. Und so versuchen die Menschen, sich selbst zu besorgen, was sie brauchen. Das Militär ist mittlerweile im Einsatz und versucht, sie davon abzuhalten. So langsam treffen zwar auch Hilfsgüter ein, doch es ist schwer, in die zerstörten Gebiete überhaupt durchzukommen. Und damit guten Abend zur Phoenix-Runde. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Wir haben eben gesehen, Helpers auf der Wand groß geschrieben, damit die Flugzeuge aus der Luft es erkennen können. Die verzweifelten Menschen warten darauf, dass sie jemand aus ihrer tödlichen Lage befreit. Denn ihr Hab und Gut ist zerstört, Verwandte tot. Kinder stehen mitten in den Trümmern ihres verwüsteten Zuhauses und suchen ihre Eltern. Ja, es sind dramatische Bilder und die dringendste Frage ist, was kann jetzt getan werden? Und warum konnten die Menschen nicht besser geschützt werden? Denn die Philippinen werden immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Helfen aber wie? Philippinen im Schockzustand. Das ist mein Thema heute und das sind meine Gäste. Katrin Wieland, sie ist Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Save the Children. Mitarbeiter von ihr sind vor Ort und helfen den betroffenen Menschen. Mujib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er ist einer der profiliertesten deutschen Klimaforscher. Und er warnt seit langem vor den Risiken des menschengemachten Klimawandels. Deirdre Markhorn, Fachärztin für Psychiatrie am Universitätsklinikum Bonn. Sie kann uns erklären, wie traumatisiert die Menschen sind und wie ihnen in solchen Extremsituationen geholfen werden kann. Und Gerhard Friedsam, Ex-Vizepräsident des THW, vergleicht die Situation nach dem Taifun mit dem Tsunami 2004. Das THW unterstützt jetzt auf den Philippinen die Aufbauarbeiten nach dem Taifun. Ja, Herr Friedsam, womit werden denn Ihre Kollegen, die mittlerweile eingetroffen sind, dort auf den Philippinen konfrontiert? Also im Moment ist es so, dass unsere Kollegen, die schon vor Ort sind, den Einsatz weiterer Kräfte vorbereiten, die morgen direkt in das betroffene Gebiet entsandt werden. Und es gilt im Moment, die schlimmsten betroffenen Gebiete zu erreichen, um dann den Einsatz vorzubereiten, damit wir uns dann mit den Kräften, die dann kommen, auch entfalten können. Also Sie konnten noch gar nicht weiter vorrücken bis in die Gebiete, soweit ich weiß. Sind die noch alle in Manila momentan? Wie können Sie das organisieren? Im Moment sind Sie unterwegs in das betroffene Gebiet und die Verkehrssituation ist so schwierig, dass man eben auf dem Landweg derzeit reisen muss. Aber wie gesagt, und die Teams, die dann morgen folgen, werden unmittelbar nach Cebu reisen, damit man hier auch unmittelbar in dem betroffenen Gebiet helfen kann. Wie kann das THW denn momentan helfen? Wie sind Sie ausgerüstet? Im Moment ist die Hilfe am größten in den Bereichen der medizinischen Sofortversorgung. Das, wie gesagt, machen andere Organisationen. Aber die Knappheit insgesamt besteht im Bereich der Wasserversorgung. Also Trinkwasser wird dringend benötigt. Dann brauchen die Menschen wieder Unterkünfte, einen Kopf über dem Dach. Hier muss Infrastruktur bereitgestellt werden mit Elektroversorgung, Wasserversorgung, aber auch Abwasser. Entsorgung, denn wir haben vorhin gehört, auch neue Regengebiete sind wieder über das Gebiet gezogen. Also das sind aus unserer Sicht die dringendsten Maßnahmen, wovon wir, wie gesagt, im Bereich der Trinkwasserversorgung und Unterbringung der obdachlosen Menschen jetzt unseren ersten Schwerpunkt sehen. Frau Wieland, die Situation der Kinder ist wirklich sehr dramatisch. Also ich habe auch Bilder gesehen, wo tatsächlich Kinder völlig traumatisiert in Trümmern stehen und gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt hingehen sollen, weil tatsächlich die Eltern offenbar tot sind oder vermisst sind. Wie können Sie denn den Kindern jetzt konkret vor Ort helfen? Ja. Uns geht es ähnlich wie dem Kollegen. Wir sind zwar vor Ort, wir haben schon Kollegen vor Ort, weil wir auch seit 1981 auf den Philippinen leben. Aber natürlich haben auch wir das Problem, dass momentan Wege zerstört sind, dass die Häfen zerstört sind. Das heißt, unsere Kollegen versuchen, in die entlegenen Gebiete vorzudringen. Sie helfen aber natürlich vor allem auch in der Stadt. Und zwar den Kindern so, dass wir gerade mit den Kollegen vor Ort Wasser verteilen,
Nahrungsmittel verteilen, dafür sorgen, dass Kinder auch was bekommen. Denn was wir natürlich eben gesehen haben bei den Plünderungen, auch wenn ja ungeordnet, sagen wir mal, Lebensmittel verteilt werden, dann kommen Kinder, dann kommen schwangere Frauen, dann kommen Kinder, die keine Eltern mehr haben oder auch Familien, die keinen Vater mehr haben, kommen bei dieser Art der Verteilung zu kurz. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Kinder an die Hilfsgüter kommen und wir sorgen dafür, und da sind wir Experten drin, dass die Kinder, die wir antreffen, die ohne Eltern sind, bei uns in sogenannten Child-Friendly Spaces erstmal aufgenommen werden können. Was bedeutet das genau? Gibt es da ein Lager? Wir nennen das kinderfreundliche Räume, genau. Das ist jetzt, sind erste Zelte, die wir aufbauen, oder es sind in Schulen, wo wir den Kindern einen Raum bieten, wo sie einmal psychosozial Unterstützung bekommen, wo sie natürlich eine medizinische Versorgung bekommen, wo sie aber auch so ein Stück Normalität zurückbekommen, indem sie einfach spielen können, malen können, das Erlebte jetzt verarbeiten können. Und wir fliegen morgen eben auch 40 Tonnen Hilfsgüter ein, auch nach Cebu, auch zu den Kollegen, die schon dort sind, vor anderen eben auch eine mobile Klinik, sodass wir dort vor Ort die akuten Erkrankungen, diese akuten Wunden, die wir auch gerade gesehen haben, helfen können. Wir fliegen ein, Kits, also besondere Produkte, die Neugeborene brauchen, aber eben auch Materialien natürlich für Notunterkünfte, denn da kann ich dem Kollegen nur zustimmen. Jetzt ist erstmal wirklich die akute Not, muss gelindert werden. Und wir versuchen eben, ja, möglichst jetzt schnell eben Kinder zu erreichen, Kinder zu finden, die ihre Eltern verloren haben. Die Kollegen haben vor Ort schon mit etlichen Kindern sprechen können. Und ich habe heute gelesen von Raphael, 10 Jahre, der mit seinem Vater noch im Haus war. Die Wand stürzte ein, er sah seinen Vater dort. Er hat einfach nur erzählt, wie schrecklich das war. Überall war das Blut, er sah seinen Vater sterben. Das Wasser war dann schon 3-4 Meter hoch und er musste schwimmen. Und man kann sich, glaube ich, überhaupt nicht richtig vorstellen, was die Kinder dort alles mit ansehen mussten. Sie arbeiten ja auch mit anderen Hilfsorganisationen zusammen. Wie wichtig ist das da jetzt auch zu sagen, wir wollen gemeinsam helfen, weil eben man kommt nicht wirklich gerade momentan dran. Genau. Also vor Ort sage ich immer, wir arbeiten in vielen Situationen auch mit dem THW sehr, sehr gut zusammen, auch gerade in und um Syrien. Jetzt vor Ort ist es auch so, dass die Kollegen enorm intensiv miteinander arbeiten. Wir machen zum Beispiel mit UNICEF das Cluster, das heißt, wir koordinieren die Hilfe wirksam vor Ort. Da hat sich unheimlich viel getan. Die Organisationen vor Ort sind sehr, sehr gut organisiert, koordinieren sich, stimmen sich ab. Das, denke ich, passiert momentan mit vielen, vielen Organisationen. Also ich könnte jetzt etliche nehmen, mit denen wir vor Ort schon zusammenarbeiten, ich glaube, das läuft wirklich in optimaler Weise vor Ort an. Wir müssen halt jetzt alle zusammen das logistische Problem lösen. Das heißt, auch wir versuchen momentan LKWs zu kaufen, wir versuchen Schiffe anzumieten, sodass wir ja in irgendeiner Weise in diese entlegenen Regionen kommen. Und ich habe es vor Ort gesehen. Ich war kurz nach dem Zyklon Nargis in Myanmar und habe gesehen, was das bedeutet auch. Also wenn sie wirklich so ein komplett zerstörtes... Also waren damals selbst als Helferin dort? Ich war selbst dort. Mhm. Wenn wirklich die komplette Infrastruktur zerstört ist, wie viele Probleme sie haben, von A nach B zu kommen. Und ich glaube, das ist jetzt die gemeinsame Anstrengung, die Menschen erstmal zu erreichen. Und die Hilfe läuft an, denke ich. Viele Flugzeuge werden morgen starten. Und dann hoffe ich, dass sich die Situation der Menschen und vor allem der Kinder schnell etwas lindert. Frau Markhorn, wir haben gerade gehört von dem kleinen Jungen, der gesehen hat, wie sein Vater gestorben ist in den Trümmern. Wie kann diesen Kindern geholfen werden? Das ist natürlich eine Traumatisierung, die Kinder dort erleben. Aber wir haben es gerade gehört, man kann fast eigentlich nur akute Hilfe im ersten Moment. Genau so ist es. Ich glaube, am Anfang ist tatsächlich das Grundbedürfnis nach stabilem Halt das allergrößte für so ein traumatisiertes Kind. Überhaupt ist es ja so, wir haben ja gerade die Bilder der Verwüstung gesehen, dass ein großes Grundbedürfnis aller Menschen in so einer Katastrophensituation tatsächlich das Bedürfnis nach Ordnung ist. Und ich glaube, wenn man diese Ordnung schafft, indem man die Infrastruktur herstellt und die ganze Logistik löst, dann vermittelt man auch das Gefühl, dass wieder Stabilität einkehrt. Und ich glaube, das ist im Moment der akuten Phase auch für so ein Kind, was so etwas erlebt hat. Das ist ja nun eine Bedrohung der physischen und der psychischen Integrität. Und das Wegbrechen einer ganz stabilen Bezugsperson, das ist das Wichtigste, was man bieten kann. Was macht das auf Dauer mit einem Kind, wenn ich mir tatsächlich vorstelle, gut, momentan kann man helfen, kann versuchen, wieder ein Dach über dem Kopf herzustellen. Man kann versuchen, Nahrung ranzuschaffen, Wasser ranzuschaffen. Aber das ist ja erst der erste Schritt. Die Versorgung der Grundbedürfnisse ist natürlich das eine, das Gefühl, einem Kind zu vermitteln, da ist wieder Struktur, da ist wieder etwas ganz, ganz Beständiges in meinem Leben. Das sind ja nun auch viele Kinder verwaist im Kontext dieser Katastrophe. Im Verlauf zeigt es sich dann, man weiß, dass nach einer Naturkatastrophe vielleicht 5 oder 8% eine schwere Traumatisierung entwickeln, die sich dann über einige Jahre ziehen kann, wenn nicht richtig damit umgegangen wird. Bei anderen Formen der Traumatisierung ist das durchaus schon mal
mal ein höherer Prozentsatz. Bei den Naturkatastrophen deutlich weniger als etwa bei Kriegen. Bei, woran liegt das? Das hat viele Gründe. Ich glaube, bei den Naturkatastrophen begründet man das so, dass man sagt, das ist eine kurze, sehr beeindruckende Erfahrung von Gewalt, von Bedrohung, von vitaler Bedrohung, die dann aber auch zu Ende ist. Mhm. Es ist die Kontinuität, die dann das Ausmaß und den Prozentsatz einer dauerhaften Schädigung tatsächlich erhöht. Liegt es ja auf den Philippinen auch daran oder allgemein in Südostasien, dass man darauf auch vorbereitet ist? Es ist leider nicht die erste Katastrophe, die die Filipinos erleben müssen. Ist das etwas, womit man versucht oder lernt, umzugehen? Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine gewisse Mentalität gibt, die über Generationen vermittelt, dass es tatsächlich immer wieder einen treffen kann. Aber derjenige, der zum ersten Mal so eine Naturkatastrophe am eigenen Körper erlebt, der erlebt es natürlich zum ersten Mal. Darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das sind wesentliche Programme, die wir auch machen. Das ist das Thema Katastrophenvorsorge. Ich denke, wir kommen noch dazu. Das ist ganz wichtig, dass im Schulcurriculum darüber gesprochen wird, dass Kinder darauf vorbereitet sind. Das ist, glaube ich, auch, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass das dann für die Traumatisierung irgendwie erleichternd wirken könnte. Aber dass man Kinder wirklich auch zu aktiven Katastrophenhelfern macht. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir ihnen da eine Rolle geben. Sagen, okay, woran könnt ihr erkennen, dass etwas passiert? Zum Beispiel, gibt es einen Fluss, den man beobachten kann, der bestimmte Pegelstände hat? Wo sind Evakuierungszentren? Wir malen mit den Kindern auch Karten, um zu sagen, guck mal, da könnt ihr euch hinfliehen, das ist ein sicherer Ort. All diese Dinge kann man, glaube ich, machen, um Kinder vorzubereiten. Mhm. Und da passiert einiges in den Philippinen, aber ich glaube nicht genug. Ja, wird das dort gemacht oder wurde da jetzt mittlerweile jetzt erst gesagt, gut, das könnten wir mal machen und im Vorfeld gab es überhaupt keine Vorbereitung? Also wir haben ein Projekt mit dem Auswärtigen Amt, wo wir das in 23 Schulen machen, mit großem Erfolg. Da machen wir zum einen genau dieses, die Kinder aktiv. Also auch schon länger? Auch schon länger, ja. Zum einen Kinder vorzubereiten, Kinder da auch eine aktive Rolle zu geben. Kinder sind auch oft gut, dass sie das kommunizieren dann an ihre Eltern, die vielleicht sagen, ach komm, es ist ja so, wie Sie gerade sagten, 22 Taifune im Durchschnitt im Jahr fegen über die Philippinen hinweg. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir auch mit dem Auswärtigen Amt zusammen dort die Schulen vorbereiten als Evakuierungszentren. Das heißt, in Schulen dafür sorgen, dass die sanitären Einrichtungen dann dieser Flut von Menschen bestehen können, aber auch, dass es eine Versorgung gibt, die den Schulbetrieb sicherstellen kann, aber eben dann auch die Schule als Notunterkunft. Das sind Projekte, die sind da. Ob sie ausreichend im Maßstab da waren, glaube ich nicht. Mhm. Aber zumindest gibt es, denke ich, Lösungen und Ansätze, die dann die Not in dem Taifun, weil der wird ja wiederkommen. Also es wird nicht der letzte Taifun sein. Es werden noch mehrere Herbststürme erwartet. Ja. Und relativ, es war vor allem ein sehr heftiger Sturm, ein sehr heftiger Taifun. Man hat zwar vorgewarnt und gesagt, Achtung, da kommt etwas auf euch zu. Aber wie sehr kann man überhaupt einschätzen, welche Stärke der Taifun haben wird? Denn er war stärker als gedacht. Er war stärker als gedacht, aber man wusste schon, dass es ein sogenannter Super-Taifun sein wird. Das heißt, ein Taifun der höchsten Kategorie. Das eigentlich Dramatische an dieser Geschichte ist, dass man ja buchstäblich darauf gewartet hat. Wann kommt denn dieser Super-Taifun, also der Super-Super-Taifun? Ich meine, wir warnen seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon, dass sich infolge der Erderwärmung einfach Wetterextreme intensivieren werden. Gerade in den tropischen Bereichen zählen schon kleine Temperaturänderungen, kleinste Temperaturänderungen, um Taifune, um Super-Taifune dann noch mal viel, viel stärker werden zu lassen. Die tropischen Ozeane haben sich erwärmt, zwar nur um einige Zehntel Grad, ich habe es noch mal nachgesehen, ungefähr ein halbes Grad in den letzten 50 Jahren. Aber das sind Welten, das sind energetisch gesehen Welten. Und dann können eben solche heftigen Monster entstehen. Also Sie würden das schon direkt in Verbindung bringen? Nicht da wird direkt, ja darüber diskutiert. Es ist eine Folge des Klimawandels? Abzusehen, dass es irgendwann passiert. Sie werden nie sagen können, wann es passiert. Sie werden immer nur im Rahmen der Wettervorhersage sagen können, ein paar Tage vorher, da entwickelt sich etwas, was sehr stark sein wird. Aber der Weltklimarat hat ja erst Ende September seinen neuen Bericht vorgelegt. Nach 7 Jahren wieder ein Sachstandsbericht. Und da steht das drin. Das wurde ganz deutlich gesagt, dass infolge der Erderwärmung gerade die tropischen Wirbelstürme, die starken tropischen Wirbelstürme, sich noch weiter intensivieren werden. Und wir haben es ja hier
in gewisser Weise mit einer Dreifachkatastrophe zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, wir denken immer an die Winde, an die Zerstörung durch die Winde. Aber wir haben auch eine gigantische Flutwelle. Das heißt, wir haben obendrauf so etwas wie ein Tsunami. Und dann haben wir noch die Regenfälle, diese extremen Regenfälle. Man muss wissen, dass in solchen Systemen Niederschläge fallen, die bei uns in Deutschland während eines ganzen Jahres fallen. Und das fällt da in 24 Stunden. Das ist unglaublich. Und deswegen fürchte ich, dass wir bestimmte Dinge noch gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel, dass ganze Ortschaften versunken sind durch Erdrutsche, weil diese Regenmassen, die führen immer wieder dazu, dass Hänge in Bewegung geraten, dass ganze Ortschaften begraben werden. Und deswegen fürchte ich wirklich, dass die Dunkelziffer der Opfer viel höher ist, als wir im Moment glauben. Ja, was glauben Sie, wie groß wird das Ausmaß sein? Es ist tatsächlich schwierig, momentan abzuschätzen, aber Ihre Kollegen sind vor Ort. Was berichten die Ihnen? Ja, es, wie gesagt, es sind 10 Millionen Menschen betroffen, viele davon obdachlos. Es gab diese sogenannten Evakuierungszentren, über 1200 im Land, wo 300.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden konnten. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Lageinformationen, die wir derzeit haben, lässt hier wirklich schlimme Ausmaße befürchten. Nur Prognosen abzugeben, ob tatsächlich hier Vergleiche mit dem Tsunami von 2004 zu ziehen sind, das würde ich an dieser Stelle auch nicht tun wollen, weil im Moment spricht man von etwa 10.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben beim Tsunami 2004. Erinnern wir uns, über 200.000 haben dort ihr Leben verloren. Wir wollen doch nicht hoffen, dass das wirklich ein solches Ausmaß hat. Und wir hoffen da letzten Endes das Beste. Aber die Bilder, die wir hier sehen, und die verdichten sich ja auch immer mehr, zeigen doch, wie groß die Verwüstung letzten Endes ist. Und die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist natürlich auch, was ist jetzt die Hilfe, die man leisten kann? Was ist letzten Endes zu tun in Bezug auf den, sag mal, Wiederaufbau? Wie bringt man den Menschen wieder eine in etwa gesicherte Infrastruktur ins Land? Und dann eben langfristige Maßnahmen, die dann anstehen, die dann auch dazu führen, dass man einfach in der Prävention vor diesen Katastrophen, und das ist ja klar, das wird nicht der letzte Taifun sein, der über die Philippinen hergezogen ist, aber wir müssen doch dann, wie wir es bei Tsunamis eben auch tun, an entsprechende Systeme denken. Systeme, die früh warnen, aber auch, dass die Lebensverhältnisse in den Ländern entsprechend so gestaltet werden, dass man dort eine Chance hat, dann sich auch sicher vor solchen Ereignissen in Sicherheit zu bringen, wie es beispielsweise andere Länder wie Japan beispielsweise in diesen Bereichen ja tun, wo entsprechende Vorkehrungen getroffen sind. Aber wenn wir uns das Frühwarnsystem noch mal anschauen, habe ich es richtig verstanden, dass es zumindest in diesem Fall nicht richtig gegriffen hat? Nein, das kann man nicht sagen. Also Sie können ja solche Stürme nur vorhersagen im Rahmen der Wettervorhersage. Und die Wettervorhersage, die ist ein paar Tage im Voraus ganz brauchbar. Das heißt, man wusste mehrere Tage im Voraus bereits, dass ein sehr starker Taifun die Philippinen treffen wird. Das war einfach so. Ich glaube, Sie machen hier einen ganz wichtigen Punkt. Wir müssen die Systeme jetzt so herrichten, dass sie sozusagen besser auf diese katastrophalen Ereignisse vorbereitet sind. Und es reicht eben nicht, das möchte ich auch noch mal sagen, sich sozusagen anzupassen auf das, was wir heute kennen. Ich meine, die Dinge werden sich im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verschlimmern. Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht nur vor dieser Klimakonferenz, in Warschau fängt ja gerade wieder eine Klimakonferenz an. Die läuft seit gestern. Ja, genau. Und wir haben ja die dramatischen Appelle der philippinischen Delegierten gesehen, die sicherlich jeden auch auf der Konferenz berührt haben. Aber das war nicht das erste Mal, dass vor so einer Konferenz solche dramatischen Appelle abgegeben wurden. Ich erinnere mich noch, dass vor einer Konferenz vor ein paar Jahren
dass die Regierung der Malediven eine Sitzung abgehalten hat unter Wasser, ja, mit Taucheranzügen, auch, ja, um auf den drohenden Meeresspiegelanstieg hinzuweisen. Und dieser Meeresspiegelanstieg, der findet statt. Das heißt also, wir sprechen hier möglicherweise über sich noch weiter intensivierende Stürme und das bei steigenden Meeresspiegeln. Das heißt also, hier kommen wirklich enorme Herausforderungen auf uns zu und leider sind wir schon so weit in der Erwärmung, dass wir das auch nicht so kurzfristig ändern können. Das heißt also, wenn wir heute etwas tun, wenn die Politik heute etwas tut, dann wird es Jahrzehnte dauern, bis sich das Klima überhaupt irgendwie, bis das Klima darauf in irgendeiner Weise reagiert. Und deswegen müssen wir jetzt tatsächlich auch gewissermaßen eine progressive Sicht der Dinge vornehmen und uns nicht nur darauf vorbereiten, was wir heute so kennen, sondern wir müssen uns auch darauf vorbereiten, was in der Zukunft noch auf uns zukommen wird. Die philippinische Regierung wird auch jetzt kritisiert, weil eben gesagt wird, da wurde nicht genug vorgesorgt, es wurde nicht für Infrastruktur gesorgt, obwohl man weiß, dass jederzeit ein solch starker Taifun die Inselstaaten treffen kann. Nimmt man das nicht ernst genug? Woran liegt das? Weil eigentlich weiß man es ja tatsächlich. Ja, man weiß es, das ist richtig, aber dieser Taifun, der hatte eben besondere Eigenschaften. Er ist nicht sehr schnell gezogen, das heißt, er tobte ziemlich lange über den Philippinen. Es war nach allem, was wir wissen, tatsächlich der stärkste tropische Wirbelsturm, der jemals an Land gegangen ist. Und deswegen habe ich ja auch gerade diese Ausführungen gemacht. Ich glaube, wir unterschätzen immer noch etwas den Klimawandel, gerade dann, wenn es um die Extreme geht. Wir glauben immer, wenn, ich weiß nicht, 1910 oder 1950 etwas passiert war, dass das nicht mehr übertroffen werden kann. Aber das ist einfach nicht so. Wir befinden uns in einer sich ändernden Welt und in dieser sich ändernden Welt gibt es einfach neue Herausforderungen. Und deswegen, glaube ich, müssen sich alle, übrigens auch wir in Deutschland, uns fragen, sind wir wirklich auf diese neuen Herausforderungen gut eingerichtet oder nicht? Und wir in Deutschland haben ja auch es auch mit diesen Wetterphänomenen zu tun. Wir hatten es ja in diesem Jahr erst wieder. Wir hatten das heftige Hochwasser im Sommer. Genau, das sind Dinge, wo man dann sagen muss, haben wir tatsächlich in der Vorbereitung alles getan und es tun sich letzten Endes auch dort Lücken auf. Und ich sage mal, wenn dieser Taifun oder dieser Sturm in dieser Stärke über Deutschland hergezogen wäre, dann möchte ich mal sehen, was für eine Infrastruktur hier in Berlin dann noch funktionieren würde. Ja, da ist nämlich tatsächlich die Frage, nach dem Ereignis. Es wird ja immer wieder gesagt, gerade in den ärmeren Ländern ist das Problem, dass die Menschen in Hütten wohnen, dass da keine vernünftigen Häuser da sind, dass die Krankenhäuser nicht stabil genug sind. Würden die überhaupt halten? Ja, also wenn es stabiler wäre, würde überhaupt irgendetwas diesem Sturm Die Bilder zeigen es, dem Sturm konnten eben diese Bauten, die wir sehen, eben nicht standhalten. Ja, es gibt natürlich, wenn ich das sagen darf, in Florida, die Amerikaner haben natürlich Erfahrung damit, die haben ja die Hurricanes, das sind ja die gleichen Phänomene, heißen nur anders im Atlantik. Und natürlich kann man Schutzräume bauen, die eben diesen Gewalten auch standhalten. Aber die gibt es nicht und die kennen sich ja viel besser in diesem Bereich aus. Natürlich stellt, sind die Philippinen überhaupt in der Lage, solche Schutzmaßnahmen alleine auch nach diesem Ereignis zu erstellen? Wir wissen ja auch, die Verhältnisse im Land selber, die Bevölkerung ist nicht die reichste und ich tue mir ein bisschen schwer, damit das, wenn die Bevölkerung selber sich in Zukunft auf solche Ereignisse vorbereiten soll, aus eigenen Mitteln, dass das überhaupt gelingen kann. Also ich denke, hier ist auch der Staat selber, die Philippinen, wenn sie es denn können, oder aber auch die Weltgemeinschaft, einfach gefragt, um dann in die Zukunft blickend den Menschen hier auch wieder Hoffnung zu geben. Zumindest momentan wird akut geholfen mit Millionenhilfen aus Deutschland, von der EU. Aber eben auf lange Sicht ist die Frage, was man da braucht. Gut, es gibt natürlich den direkten Zusammenhang, Sie sagten auch gerade schon, zwischen der Stabilität einer Behausung und den Toten. Wir haben das auch in Myanmar gesehen. Da gab es 140.000 Tote, obwohl dieser Taifun 2 Grad, also 2 Sturmstärken weniger hatte. Und um da noch mal darauf hinzuweisen, ich glaube schon, dass wir das mit einbauen müssen. Denn jetzt fließen die Millionen in diese Region, die sicherlich, wenn sie vorher in die Vorsorge, in die Prävention geflossen wären, sehr viel mehr Sinn gemacht hätten. Wir wissen aus dem asiatischen Raum, dass die Vorsorge nicht nur hilft, wirklich zigtausende von Menschenleben zu retten, sondern dass sie auch wirtschaftlich geboten ist. Denn jeden Euro, den wir einsetzen in Katastrophenvorsorge, der spart uns
jetzt in der akuten Katastrophe 7 €. Dafür gibt es viele Beispiele. Das heißt, das Verhältnis ist wirklich 1:7. Und ich gebe Ihnen recht, man muss jetzt einfach genau gucken, wie man schon jetzt in der akuten Nothilfe und dann vor allem natürlich in den nächsten Schritten im Wiederaufbau das mitdenkt, was stabile Behausung betrifft, was stabile und vor allem umsetzbare Not- und Katastrophenpläne. Die Kritik geht ja jetzt auch gerade in, dass man sagt, es gibt ja diese Pläne, aber sie konnten nicht umgesetzt werden. Es gab viel zu wenig stabile Schutzräume. Und dann, es trifft natürlich wie immer auch die Ärmsten der Armen. Und wir sagten das auch gerade, ein Drittel der Philippinen lebt von weniger als $1. Das ist ein sehr armes Land. Und diese armen Großfamilien haben natürlich tendenziell eher am Strand gebaut, wo es günstig war. Und was wir eben auch wissen von den Kollegen vor Ort, auch von den Kindern, die wir interviewen konnten, ist, dass immer zumindest der Vater und ein Kind oder die größeren Kinder geblieben sind in den Hütten. Trotz Evakuierungsgebot sind sie geblieben. Damit die Häuser nicht ausgeräumt werden. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, aber ich denke schon, man darf die Hoffnung nicht aufgeben und man muss es jetzt mitdenken. Wir müssen in den Entwicklungsmaßnahmen, die jetzt kommen, Katastrophenvorsorge und ökologische Prinzipien mitdenken, denn ich glaube, das ist zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Aber was einen ja tatsächlich wundert, wenn wir ja die zurückliegenden Naturkatastrophen erinnern, Haiti oder auch der eben der Tsunami 2004, man hört doch immer wieder dasselbe, wir müssen jetzt helfen in der Not und dann muss jetzt was passieren, aber es passiert nicht so recht was. Woran scheitert es denn immer wieder? Ach, es passiert ja ganz viel. Ja. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie in Bangladesch heute, wie, sagen wir mal, vergleichsweise wenig Menschen sterben bei den Überschwemmungen, weil so viel passiert ist, weil so viel in Katastrophenvorsorge geflossen ist. Ich glaube, Haiti ist ein Beispiel dafür, was passiert. Das ist ja immer, das hat viele Faktoren. Viele Tote, viele Verletzte gibt es, wenn eben eine sehr arme Bevölkerung schlecht vorbereitet ist. Darum geht es ja eben, wie kann man besser vorbereiten, wie kann man besser schützen und da ist zumindest mein Eindruck, dass sich das über Jahrzehnte zieht. Das ist auch kein Problem jetzt von Entwicklungsländern oder von Schwellenländern. Ich meine, wir haben es ja in Amerika gesehen, 2005, der Hurricane Katrina, auch dort hat die arme Bevölkerung letzten Endes gelitten. Da gibt es ja dann kaum einen Unterschied. Klar, die Opferzahlen waren nicht so hoch, aber gerade die Ärmsten der Armen, die hatten dann eben nicht die Möglichkeiten, wie die etwas besser betuchten. Und eine Sache hat natürlich auch die internationale Politik längst erkannt, dass es hier auch einen finanziellen Ausgleich geben muss. Dass natürlich die Industrienationen die Entwicklungsländer unterstützen müssen, denn der Klimawandel ist in gewisser Weise unsozial. Das heißt also, die Verursacher haben weniger darunter zu leiden, als sie, die eigentlich gar nichts dafür können. Und das sehen wir ja immer wieder, dass gerade die Länder des Südens davon betroffen sind. Das ist erkannt in der Politik und deswegen hat man auch so einen Fonds etabliert, in den die reichen Länder einzahlen sollen, damit sich eben dann solche Länder wie die Philippinen besser schützen können. Aber das Problem, wie immer, ist natürlich, dass da nur sehr wenig Geld drin ist. Ja, das ist die Frage. Heute in Warschau wurde gesagt von Seiten der EU, wir sind bereit, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um eben die Folgen des Klimawandels abfangen zu können. Aber reicht das überhaupt? Wie viel braucht man da überhaupt? Ja, wenn ich mir vorstelle, die ganzen Länder, die betroffen sein könnten, Summen und, zu sichern? Da sind dann die Industrienationen natürlich auch nicht bereit. Diese Verantwortung, die sie zweifellos haben, das kann man ja auch wissenschaftlich zeigen. Ich meine, das Klimaproblem ist kein Problem, das die Entwicklungsländer verursacht haben, sondern das Klimaproblem ist nun mal ein Problem, das in erster Linie die Industrienationen verursacht haben. Und im Prinzip müssten sich die Industrienationen gerade auf den Klimakonferenzen dann eindeutig auch zu dieser Verantwortung bekennen. Und das tun sie nicht. Und deswegen scheitern natürlich auch alle Klimakonferenzen. Und genau deswegen wird auch die jetzt anfangende Klimakonferenz in Polen wieder scheitern. Wie wichtig ist es für die Menschen auch zu wissen, es wird vorgesorgt, es soll mir geholfen werden? Animiert das vielleicht auch jeden Einzelnen zu sagen, ich versuche mich anders zu schützen? Sicher, das vermittelt ein Gefühl von Stabilität und verhindert das Gefühl der Hilflosigkeit. Und jemand, der gut informiert ist und weiß, was er zu tun hat, jemand, der weiß, dass der Staat sorgt, dass Bauten stabiler gebaut werden, dass Evakuierungsprogramme existieren, der verhält sich besser und hat nicht das Gefühl der Hilflosigkeit. Aber wenn wir jetzt gerade hören, dass tatsächlich dann Menschen ja direkt am Wasser bauen, die Frau flüchtet, die Tochter flüchtet, Mann und Sohn bleiben da. Das ist ja doch natürlich psychologisch auch damit zu begründen, dass man sein Hab und Gut schützen will, obwohl man weiß, dass man sich in tödliche Gefahr bringt. Dass man sich vor Plünderungen schützt, um nicht alles zu verlieren. Ja klar, das ist eigentlich schon weiter gedacht, aber es rettet nicht das Leben, nicht das eigene Leben in dieser vitalen Bedrohung. Und ich glaube, da ist sicher Information an den Schulen ganz, ganz vital, dringend erforderlich. Fehlt es da auch dran, dass tatsächlich, Sie haben gesagt, es gibt schon Programme, wo versucht wird, den Kindern beizubringen, was sie tun können. Es gibt auch sicherlich Programme für Erwachsene, um ihnen zu helfen. Aber müsste da nicht auch die internationale Gemeinschaft noch mal stärker drauf gehen und das eben als Vorsorge auch wirklich mit nutzen?
Also die Hilfe zur Selbsthilfe ist ja nun ein Grundsatz, der weltweit gilt. Mhm. Im Grunde ist das bei uns so, es ist auf den Philippinen so, dass man eigentlich sagen sollte, zunächst bin ich mal für den Schutz von Naturgewalten selber verantwortlich. Ja, und dann richte ich mich darauf ein, deshalb finde ich das toll, dass solche Programme aufgelegt werden, wo man den Kindern hier einfach Verhalten beibringt, das sie in Zukunft schützt. Aber Kinder ist das eine, bei den Erwachsenen, da muss das letzten Endes folgen. Das sind aus meiner Sicht auch Maßnahmen, die jedes Land für sich auch machen kann. Da gehört ja nicht viel Geld dazu, sondern es gehört eine Initiative dazu. Man muss erstmal die Bevölkerung, und da ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt auch da für die Folgen dieses riesigen Sturmes, dann der Bevölkerung auf den Philippinen zu sagen, was können sie eigentlich selber tun mit wenigen Mitteln? Aber ist man dazu in der Lage, wenn ich mir vorstelle, mein Haus ist weg, meine Kinder finde ich nicht mehr, die sind vermisst, ist man überhaupt da in der Lage, kann man das überhaupt erwarten? Ich finde, im Vorfeld muss es geschehen. Das heißt, aber ist diesmal nun leider nicht passiert. Jetzt nein, sind jetzt wir nicht. Vor der Situation. Ja, gut, wie gesagt, meine Ansicht war das, was tut man danach, um das in Zukunft letzten Endes zu verhindern? Wie die Menschen jetzt damit umgehen, ist ganz normal. Das heißt, diejenigen, die jetzt vor Ort sind, versuchen denen erstmal zu helfen, die verletzt sind, ja, die verwundet sind, irgendwo noch in den Trümmern liegen, diese zu retten und in irgendeiner Art medizinische Versorgung zuzuführen. Natürlich spielt da mit eine Rolle, wenn ich Angehörige, das ist aber doch ein ganz auch normales Vorgehen, wenn ich Angehörige verloren habe, dann suche ich letzten Endes auch nach denen. Also von daher, glaube ich, ist das aus meiner Sicht ein ganz normales Verhalten, was jetzt dort stattfindet. Gestern kam mir auch in der Berichterstattung mit ersten Plünderungen. Ja, es ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, ja, zu sagen, ich möchte überleben und deshalb brauche ich diese. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Also das ist ja genau der Punkt. Ja. Und jetzt müssen wir sehen, dass jetzt müssen wir sehen, dass sich das wirklich nicht erneut wiederholt. Das heißt, wir müssen zusehen, dass natürlich diese Schutzvorrichtungen jetzt etabliert werden. Sie können nicht überall diese gigantischen Schutzräume bauen. Das geht aus baulichen Gründen zum Teil gar nicht. Das heißt, man muss jetzt auch mal sehen, wie kann man Menschen anders schützen als durch solche gewaltigen Bunker. Das ist das eine. Und zum anderen muss man auch in der Versorgungsstruktur, in der präventiven Versorgungsstruktur jetzt irgendetwas tun, damit es eben gar nicht zu diesen Plünderungen kommt, damit klar ist, hier, dort finde ich Trinkwasser, egal was passiert, das ist sicher, da kann man hingehen und da habe ich dann zumindest das unbedingt Nötigste, was ich brauche, um zu überleben. Also deswegen sage ich eben, nach dem Sturm ist vor dem Sturm und da müssen jetzt alle zusammenarbeiten und natürlich vor allen Dingen auch die internationale Hilfe, denn das kostet viel Geld und das muss man diesen Ländern auch zur Verfügung stellen. Und da gebe ich Ihnen recht, es muss jetzt schnell, effektiv, unbürokratisch geholfen werden. Jetzt sind viele internationale Organisationen vor Ort, die sicherstellen können, dass die Hilfe ankommt. Wir haben alle Erfahrungen mit diesen Katastrophen. Save the Children ist in Myanmar gewesen, in Haiti, also seit 90 Jahren überall, wo die Erde gebebt oder wo Stürme gekommen sind. Und das ist vielleicht auch eine Chance, jetzt dafür zu sorgen, dass dann gemeinsam mit der Bevölkerung diese Dinge, glaube ich, auch entstehen müssen. Und zwar wirklich in den Gemeinden vor Ort, dass man wirklich guckt, wie Sie sagten, was sind Methoden, was sind Mittel vor Ort? Wir machen das eben natürlich, Save the Children, ganz klar mit den Kindern zusammen. Das kann als Beispiel, in Vietnam haben wir mit Kindern zusammen überlegt, was könnt ihr tun, um euch vor Überschwemmung zu schützen. Und klar, das wäre wahnsinnig teuer, Schutzräume zu bauen. Was haben wir mit den Kindern entwickelt? Schulranzen, die gleichzeitig Schwimmflügel sind, also Schwimmwesten sind. In Myanmar haben wir mit den Kindern einfach dann auch Zeichnungen gemacht, haben überlegt, okay, bei dieser letzten großen Flut, bei dem letzten Zyklon, was waren die Gebiete, welche Bäume sind stehen geblieben und was waren Gebiete, die nicht überschwemmt waren, also welche Hügel, und haben dann mit ihnen Karten, wohin kann man sich flüchten, wohin kann ich mich flüchten, wie kann ich mich dann auch dort festbinden oder auch Frühwarnsysteme, wirklich, dass irgendwo jetzt Schellen hängen, wo man dann eben einen Gong schlagen kann, also ganz einfache Mittel. Es gibt ja, und das ist, glaube ich, die Chance, wenn man vor Ort mit in den Gemeinden, mit den Menschen zusammenarbeitet, dass man einfach sagt, okay, was habt ihr für Erfahrungen, wie können wir das einbauen? Und klar, jetzt momentan, glaube ich, die nächsten Tage wird es darum gehen, die Logistik sicherzustellen und diese Akku
akute Not zu lindern. Aber dann, glaube ich, wenn die ersten 2, 3, 4 Wochen ins Land gegangen sind, dann muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man eben zumindest, also ich glaube, so ein Superzyklon oder Taifun wird schwierig werden. Aber zumindest das, was jetzt in diesem Jahr noch kommt, was in den nächsten Jahren über für die Philippinen hinwegfegt, zumindest dafür zu sorgen, dass es nicht die Menschen noch weiter in die Armut treibt. Weil das ist natürlich so, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es trifft immer die Ärmsten der Armen. Und es ist natürlich, es zerstört jeden Entwicklungsfortschritt. Und jetzt den Menschen ja eine Perspektive zu geben und in irgendeiner Weise dafür zu sorgen, dass es weitergehen kann und so sinnvolle Maßnahmen zu investieren, die eben nicht bei dem nächsten Taifun in irgendeiner Weise wieder dem Erdboden gleichgemacht werden. Wie schnell ist aber auch der Fokus wieder weg? Also wir erleben das auch oft, wenn es Naturkatastrophen gibt, Erdbeben, Tsunami, dass natürlich wir auch hier viele Bilder sehen, schockiert sind, die Spendenbereitschaft meistens auch steigt. Auch in diesem Fall helfen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Übrigens können auch, wenn Sie spenden mögen, haben wir Informationen auf www.phoenix.de, wo Spenden, Hotlines und auch Kontonummern dabei sind. Aber wie schnell ist tatsächlich der Fokus wieder weg? Ist das manchmal enttäuschend für Sie? Ja, natürlich. Wir waren auf den Philippinen auch letztes Jahr bei dem Taifun und vorletztes Jahr. Und wir bleiben auch da. Und ich glaube, das ist der Vorteil der großen Hilfswerke, dass wir die Chance haben, hinterher das Ganze in Übergangshilfe und Entwicklungshilfe auch zu überführen. Denn natürlich ist das für uns oft schwierig. Also der Fokus ist ganz kurz da, dann ist es vergessen, dann ist es aus den Medien. Wobei, sagen wir mal so, Naturkatastrophen für noch wenigstens eine Spendenbereitschaft generieren. Viel schwieriger ist es natürlich, wenn man momentan in und um Syrien guckt. Mhm. Wir haben momentan 40 aktuelle Katastrophen und 2 der für uns Kategorie 1. Und das ist eben Syrien und Anrainerstaaten und jetzt eben gerade die Philippinen. Und das ist natürlich so, wenn Menschen solche genauso schrecklichen humanitären Katastrophen mit genauso furchtbaren oder vielleicht noch furchtbareren Auswirkungen auf die Kinder produzieren, dann ist die Spendenbereitschaft natürlich gar nicht da. Dann wird das ganz schnell vergessen. Dann wird auch ganz schnell gesagt, naja, man kann ja sowieso nichts tun. Mhm. Aber ich glaube, das ist so, dass wir auch aus dem Tsunami gelernt werden, aus Tahiti gelernt haben und eine Möglichkeit haben, jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren vor Ort zu bleiben und das dann eben vor Ort wirklich nachhaltig diese Veränderung voranzubringen. Aber ja, die Welt mag da nicht mehr hingucken, aber Organisationen wie Save the Children bleiben vor Ort noch viele, viele Jahre. Also das denke ich auch. Die internationalen Organisationen, ja, auch wie UNICEF und so weiter, die waren ja vorher da und werden natürlich auch jetzt da sein. Aber nochmal, klar, wir verlieren die Dinge sehr schnell aus dem Fokus, übrigens nicht nur dort, sondern auch bei uns. Ich meine, wir müssen uns doch wirklich ernsthaft fragen, wieso war die Elbeflut, die wir jetzt dieses Jahr hatten, wieder so dramatisch? Haben wir dann aus der letzten Elbeflut überhaupt nichts gelernt? Es scheint ja so zu sein. Wir standen ja wieder völlig hilflos vor diesen Regenmassen, vor dieser Überschwemmung, als wenn wir die Elbeflut davor, die ja nur ein paar Jahre her war, schon wieder total verdrängt hatten. Und das meinte ich eben auch eingangs. Wir glauben, dass diese Dinge, wenn sie passieren, dann nicht mehr wiederkommen so schnell. Und das ist eben der Trugschluss. Der Klimawandel führt einfach dazu, dass diese Dinger immer häufiger kommen. Und dessen müssen wir uns endlich bewusst werden und dann uns eben nicht abwenden, sondern tatsächlich kontinuierlich die Dinge zu Ende denken und dann wirklich vorbereitet sein, wenn dann der nächste Sturm kommt, wenn die nächste Überschwemmung kommt, wenn die nächsten Starkniederschläge kommen. Ja, und wie gesagt, wir müssen jetzt nicht immer dahin gucken. Ich meine, da können wir uns auch an die eigene Nase fassen und uns fragen, wieso haben wir eigentlich nichts daraus gelernt? Ja, worauf müssen wir uns auch einstellen? Gut, ein Taifun, ein Hurricane, ist nicht möglich. Wir haben hier keinen Atlantik oder Pazifik, aber worauf müssen wir uns einstellen? Ja, wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren, die Dinge, die immer wieder eingetreten sind. Also das sind vor allen Dingen die starken Niederschläge, die dann immer wieder zu Überschwemmungen führen. Und letzten Endes holen sich die Flüsse doch nur das zurück, was sie ohnehin schon mal gehört hat. Das heißt also, Flüsse werden verengt, weniger Raum. Ja, genau. Wir bauen immer dichter dran, sie werden begradigt, die Auslaufflächen sind weg, all diese Geschichten. Und ja, wir müssen der Natur wieder etwas Respekt zollen und dürfen nicht glauben, dass wir die Natur beherrschen können. Denn die Natur kann immer einen oben draufsetzen und das zeigt uns eigentlich pausenlos. Und das ist das eine, also diese Überschwemmung. Dann halt Stürme werden langfristig nicht unbedingt mehr werden, aber sie können einfach stärker werden. Das ist in einem wärmeren Klima so. Natürlich bekommen wir diese extremen Stürme nicht, aber wir haben es ja gerade gesehen bei dem Orkan Christian. Selbst wir hatten auf einmal
190, 200 Stundenkilometer. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die an der Küste leben, in Helgoland und so weiter. So was hat es noch nie gegeben. Ja, also ich denke, auch wir sind gefährdet. Natürlich in keinster Weise vergleichbar. Wie wir wollen das ja auch nicht vergleichen, weil tatsächlich wir sprechen davon Aber vielen Todesopfern. Man sieht einfach sozusagen, wenn man es ein bisschen skaliert, dass sich die Wetterextreme überall auf der Welt einfach intensivieren. Aber wir sprachen gerade über die Aufmerksamkeitslenkung, den Aufmerksamkeitsfokus. Ich glaube tatsächlich, dass die Medien da eine große Verantwortung haben, uns in dieser sehr, sehr beschleunigten Zeit immer wieder dorthin zu zwingen. Was ist jetzt ein Jahr nach dem Hurricane? Was ist zwei Jahre danach? Wie geht es den Menschen dort? Und das tun wir viel zu wenig. Ist der Mensch denn auch besonders gut, gerade wenn es um Naturkatastrophen geht, das zu verdrängen, so wie sich das anhört? Also was Herr Latif auch eben sagte, wir wissen eigentlich, das letzte Elbhochwasser war schlimm, aber was passiert beim nächsten? Verdrängt man das gerne nach dem Motto, ich bin stark genug, ich kann mich da eigentlich schon ganz gut wehren? Also wenn ich das vergleichen soll nochmal von 2002, Entschuldigung, und dem, was wir in diesem Jahr hatten, da ist, was die Vorbeugung auf solche Hochwasser angeht, seit 2002, aber auch die Gefahrenabwehr. Ja, da hat man deutliche Verbesserungen erzielt. Das muss man einfach konstatieren, wenn man beides noch einmal miteinander vergleicht. Es sind zum Teil Schutzwände gebaut worden. Ja, natürlich und so weiter, gibt es wieder neue Defizite. Offensichtlich. Aber wie gesagt, daran gilt es letzten Endes zu arbeiten. Schutzmaßnahmen, die errichtet worden sind, sind meiner Meinung nach, ich habe mir Dresden angesehen, da hat man wirklich viel, viel getan, damit diese Katastrophe, wie sie 2002 war, eben nicht mehr eintritt. Und das hat funktioniert. Also es gibt sicherlich hier noch den einen oder anderen Punkt, der verbessert werden muss, insbesondere was den Bereich der ökologischen Vorbereitung letzten Endes angeht. Aber was die Gefahrenabwehr insgesamt betrifft, hat man seit 2002 sehr, sehr viel gelernt. Ist das THW denn gut genug gewappnet oder auch andere Organisationen, um tatsächlich das, was da als Meer auf uns zukommt, auch abzufangen? Also an Meer, darauf bereiten wir uns vor, zu sagen, okay, jetzt haben wir im Grunde ein Hochwasser dieses Ausmaßes in diesem Jahr wieder gehabt und es gilt letzten Endes zu überprüfen, was hat gut funktioniert. Was ist verbesserungswürdig? Und da gibt es doch sicherlich schon jetzt einige Monate später ein Konzept, das gesagt werden kann, da hat es nicht funktioniert. Naja, ich würde mal sagen, einige Monate später zu sagen, eine umfassende Evaluierung dieses Ereignisses, die liegt noch nicht vor. Oder auch, wenn wir uns die weltweite Problematik anschauen, wie Herr Latif auch sagte, und auch Sie, dass sozusagen die internationale Gemeinschaft allgemein auch schauen muss, wie kann sie mit solchen Situationen umgehen. Gibt es da beim THW oder bei anderen Organisationen tatsächlich auch Schulungen, andere Ausrüstungen, um sich darauf vorzubereiten, was möglicherweise in 20, 30, 50, 100 Jahren ist? Also bei den Organisationen, die sich jetzt mit der Soforthilfe beschäftigen weltweit, gibt es ein sehr gutes Netzwerk auch der Vereinten Nationen, aber auch auf europäischer Ebene, wo man eben erstmal, wenn die Katastrophe eintritt, die Koordinierungsmechanismen walten lässt. Da ist man gut aufgestellt, da ist man gut vorbereitet. Und dann wird eben über die Mechanismen werden diese Ereignisse dann auch nachbereitet. Was können wir Katastrophenschützer dann in Zukunft bei ähnlichen Ereignissen einfach besser machen? Aber das, denke ich, muss sowohl in Deutschland, aber auch wir auch weltweit erfolgen, weil wir dürfen da einfach nicht stehen bleiben, so wie Sie richtig gesagt haben. Man muss einfach den Blick nach vorne werfen. Was haben wir eigentlich an Schadensausmaß zu erwarten, wenn die Welt sich insgesamt ändert. Aber ich möchte Ihnen jetzt noch die Chance bieten, auf die Frage von eben zu antworten, ob der Mensch da gut drin ist, gerade Naturkatastrophen oder diese Gefahren zu verdrängen. Grundsätzlich ist das von uns ein Sicherheitsmechanismus, zu vermeiden, zu verdrängen, wenn uns etwas sehr unangenehm ist. Und das ist was man immer wieder beobachtet bei Menschen, die sich unangenehmen Situationen ausgesetzt fühlen. Ich sehe das bei Patienten in der Therapie immer wieder, dass es ganz wichtig ist, sie auf die Handlungsebene zu bringen, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, das zu erkennen, was sie an Ressourcen haben, was sie an Möglichkeiten haben, ihre Situation zu verbessern. Und das ist sicherlich immer klüger als die Verdrängung. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren für die Diskussion. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und nochmal die Information, wer spenden möchte, auf www.phoenix.de gibt es Informationen, wo Sie spenden können. Dort gibt es eine Hotline-Nummer und auch die Bankverbindung. Wir sehen uns morgen Abend wieder an gleicher Stelle, 22:15 Uhr hier bei Phoenix. Einen guten Abend. Tschüss.